So, hallo liebe Schachfreunde, auch heute ein kurzes Video und ich bemühe mich darum, es kurz zu halten. Und wir haben hier eine kleine Absurdität, wie man vielleicht schon dieser Stellung hier ansieht. Und dann kann man natürlich immer nach Lerneffekten fragen. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass alles, was unterhaltsam ist und mit Schachfiguren und sowas zu tun hat, dass es eben zwangsläufig auch einen gewissen Lerneffekt bringt. Und abgesehen aber davon, dass man über Zeit, die man mit Freude verbracht hat, natürlich dann ohnehin nicht unbedingt nach dem Lerneffekt fragt. Das wäre mir dann zu strategisch gedacht oder wie auch immer. Es muss mal was bringen. Ja, was hat mir jetzt gebracht? Ja, du hast doch Spaß gehabt. So, was könnte man noch mehr verlangen vom Leben? Also, hier ist also diese absurde Stellung und mehr oder weniger ist jetzt also die Forderung Matten 1 und das ist ja sozusagen überhaupt nicht zu erfüllen, weil selbst wenn es, ja, man sich jetzt noch Mühe geben würde, hier einen Mattzug zu suchen, dann würde man aber nach kurzer Zeit feststellen, dass es einfach ja überhaupt keine Chance gibt, den König hier mal zu setzen. Da er viel zu viele Fluchtmöglichkeiten hat, beziehungsweise das Feld F7 ja im Grunde nicht überdeckt werden kann, gleichzeitig mit Schach. Und wenn der Läufer hier oder der Turm hier oder der Bauer hier oder was auch immer. Insofern würde man einfach sagen, ja, das ist ja nicht lösbar, wobei natürlich die kuriosesten Probleme, Sam Lloyd oder sowas, der dann eben auch mal Matt in 1, wo man ewig sucht und halt tatsächlich auf dem Brett so viel Verwirrung herrscht, dass man sich findet. Aber man könnte ja nun auch Zugmöglichkeiten durchgehen. Der Springer kann garantiert nicht matt setzen, er kann zwar Schach bieten, der Turm kann Schach bieten, dieser Turm kann auch Schach bieten hier. Ja, dass man irgendwann alle Schachmöglichkeiten durch hat und keines davon ist matt. Der Bauer kann Schach bieten, der Läufer kann Schach bieten, der Turm, der Springer. Naja, alles ist halt kein matt. Also geht es sozusagen nicht. Aber es ist eben trotzdem matt in 1. Und dieses, ich hatte ja schon mal jetzt drei Retro-Aufgaben vorgestellt, und hier muss man sich sozusagen jetzt erneut mit dem, und ich wiederhole, dass ich also reproduzierender Künstler, wie auch immer, ich habe das immer diesem Christian Hesse Expedition in die Schachwelt entnommen und ich ziehe meinen Hut, der Mann hat einen tollen Job gemacht und die Stellungen sind einfach allesamt sehr gut ausgewählt. Trotzdem habe ich immer so ein bisschen Ergänzungen und auch zu dieser Stellung habe ich sozusagen in einer Mail dann Stellung genommen, weil es eben für mich jetzt nicht ganz, erläutere ich jetzt gleich. So, jetzt muss man also sozusagen, um die Lösung zu finden, weil, ja, wie würde man jetzt so eine Aufgabe stellen? Man sagt Matt in 1 und der andere sagt, geht ja nicht, weil alles, jedes Schach, was ich biete, gibt es mindestens eine Fluchtmöglichkeit. Es ist in der Regel das Feld F7. Also wahrscheinlich ist es bei allen Schachs das Feld F7. Naja, außer bei Springer G6, weil da könnte er außer hier schlagen halt auch H-Schlag G spielen. Aber ansonsten wird er immer auf F7 schlagen. So, insofern ist es also nicht möglich und dann, so, jetzt sage ich, das ist aber doch möglich. Und das ist eben jetzt nur möglich mit der Technik dessen, wie ist es denn zu der Stellung gekommen. Und das ist eben jetzt schon ein bisschen faszinierend, finde ich, dass man eben sozusagen eine Aufgabe trotzdem lösen kann, selbst wenn man sagt, es gibt keinen Lösungszug. Naja, und das, ja, es funktioniert. Und jetzt fragt man eben, was war denn der letzte schwarze Zug? Und die Absurdität ist hier aber eben damit noch nicht abgeschlossen, denn der letzte Zug war der oder der. Aber wir können ja erstmal gucken, was der letzte Zug gewesen sein könnte. Die Bauern A7, B7, H7 können nicht gezogen haben, da sie auf dem Ausgangsfeld stehen. Okay. Der Springer A5 hat sozusagen auch, befindet sich in einem Dilemma, denn er kann ja von keinem dieser Felder gekommen sein, auch nicht von B3, weil da jeweils Figuren stehen. Er könnte nur von C4 gekommen sein, kann er aber nicht, weil von C4 aus hätte er eben Schach gegeben, dann würde er ja nicht nach A5 ziehen, sondern einen möglichen Zug reklamieren, weil der Weiße hätte ja auf das Schachgebot reagiert haben müssen. Irgendwie. Also kann er nicht von C4 ausgekommen sein. Diese Bauern, und das ist eben jetzt sozusagen eine kleine Anmerkung von mir, nein, sagen wir mal diese vier Bauern, E4, G5, G6, G7, nein, wir nehmen diese drei Bauern, E4, G4, G3. Die können nicht gezogen haben, aber eben nicht, wie es Herr Hesse schreibt, weil das Feld jeweils vor ihnen besetzt ist, was zwar stimmt, aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit, wie sie gezogen haben könnten,
sondern sie könnten ja auch von schräg gekommen sein. Sprich, also dieser Bauer kann hier nicht von einem Schlagfall hingekommen sein, weder von hier, noch von hier, noch von hier, da jeweils alle drei Felder besetzt sind und nicht nur das hinter ihm. Diese können zwar auch nicht hierher gekommen sein, aber warum kann der Bauer nicht von H5 gekommen sein und auf G4 etwas geschlagen haben? Ja, das erklärt sich eben daraus, dass diese Bauernstruktur dann einfach nicht möglich wäre. Und das ist eben sozusagen jetzt eine etwas andere. Also der Bauer kann nach G4 im Prinzip nur gekommen sein, indem er von F5 irgendwann mal oder auch von F6 auf G5 geschlagen hat. Also sprich, die Erklärung ist sozusagen nicht ganz vollständig. Dass das Feld hier besetzt ist, ist zwar richtig, aber er könnte theoretisch per Schlagfall von H5 auf G4 gelandet sein. Nur geht das nicht, weil eben H5, diese Bauern, das sind zu viele Bauern auf diesen beiden Linien. Man kann nicht alle per Schlagfall dahin transportieren. Das schafft man einfach nicht mehr. Das ist eben jetzt sozusagen eine etwas andere Beweistechnik erforderlich. So, naja, jetzt sind wir schon fast alle schwarzen Figuren durch. Bleiben eben der König und diese beiden Bauern. Bei dem König wird es eben schon ein wenig diffizil, denn kurioserweise, ich kann diese Stellung nicht zurückbauen, beziehungsweise das könnte man theoretisch sogar einrichten, aber das versuche ich jetzt mal aus dem Kopf heraus zu lösen. Er kann halt nicht von hier gekommen sein. Warum nicht? Weil der Turm hier nicht Schach gegeben haben kann. Naja, warum kann der Turm hier nicht Schach gegeben haben? Weil er von keinem Feld aus dahin gezogen haben kann. So, aber es gibt eben diese Möglichkeit und das macht es dann eben so, ja, doch schon wieder fast unlösbar. Das ist eben der absurdeste Teil dieser Begründung, dass eben theoretisch ein Abzugsschach erfolgt sein, hätte sein können und zwar von einem Springer auf C8 nach Springer E7, also Springer C8, E7 Schach, während der König auf D8 stand. Dann hätte der König diesen Springer geschlagen und wir hätten diese Stellung. Nur, diese Stellung ist auch nicht möglich, dass sie so entstanden ist, da die Schlagfälle, die Schwarz bereits getätigt hat, die sind insgesamt 5 Stück. Wie viele weiße Figuren sind noch da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, wir zählen mal von H-Linie bis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es fehlen 5 weiße Figuren. Nun gut, jetzt könnte man den Bauern hierhin zurücksetzen, wäre ein Schlagfall, weil jetzt müssen ja auf den Linien jeweils, kann ja nur eine Figur stehen. Also ein Bauer stehen, ja. Der Bauer müsste von hier gekommen sein, dieser Bauer von hier, das sind 3 Schlagfälle. Dieser Bauer von hier zum Beispiel und dieser Bauer von hier, das sind 5 Schlagfälle. Also diese Linien, also der C-Bauer könnte von C6 auf D5 geschlagen haben. Der D-Bauer könnte von D5 auf E4 geschlagen haben. Dann hätten wir C und D-Bauer zurückgesetzt. Jetzt müssten wir noch den E-Bauern zurückbekommen, sind 3, 4 und noch den F-Bauern zurück. Dann hätten wir sozusagen alle Bauern wieder auf ihrer Ausgangsreihe, denn es sind ja alle 8 Bauern vorhanden. 1, C6, D5, 2, D5, E4, dann haben wir wieder diese beiden Bauern zurück. F5 schlägt G4, dritte Schlagfall. F4 schlägt G3. E5 schlägt F4. Dann hätten wir alle Bauern wieder zurück auf den Ausgangsreihen, auf A bis H. Und das sind insgesamt 5 Schlagfälle. Das heißt, der absurdeste Teil der Begründung ist der, es kann auch nicht Springer C8, E7, Schach, König D8 schlägt E7 erfolgt sein. Und das ist aber eben, ja, wie kann man das begründen? Ja, man kann es begründen, aber es ist eben maximal kompliziert und trotzdem logisch. Und jetzt gibt es noch den Zug G6, G5. Naja, der Zug G6, G5 kann eben nicht deswegen nicht erfolgt sein, weil der Läufer, er kann so, jetzt ist das QuickTime hier also kurz abgestürzt, ich mache aber trotzdem unverdrossen weiter und habe jetzt hier sogar kurz mal diese Stellung aufgebaut, diese ausgeschlossene. Ne? Diese, so hätte es also theoretisch auch gestanden haben können und dann der Zugspringer E7
erfolgt sein können. Und König schlägt E7. Aber da könnte man ja sagen, ja, dann hätte es ja auch viele andere Möglichkeiten gegeben. Auf die man jetzt aber nicht kommt. Das ist eben, ja, es gibt halt noch eine, dass der Turm hier Schach gegeben haben könnte, dem König, wenn halt hier ein Springer stünde. Hier hat halt keine Figur gestanden, weil ja keine Zugmöglichkeit und so weiter. Aber eine Phantomfigur aufzustellen, Springer nach C8, König nach D8, was die Linie unterbrecht und so weiter, das ist also schon ein wenig Fantasie dafür erforderlich. Trotzdem unmöglich, da eben diese Anzahl der Schlagfälle zu hoch ist und die schwarzen Bauern nur mit den 5 bereits erfolgten Schlagfällen so entstanden sein kann. Der Zug G6, G5 kann eben nicht erfolgt sein, da der Läufer zwar hier Schach gegeben haben könnte, aber eben nicht mit eigenem aktiven Zug. Das heißt also nur mit einem Abzugsschach mit dem Turm. Ja, jetzt müsste ich also sagen, es hätte ja auch stehen können, Turm auf H5, nee, ist ja kein Abzugsschach dann, okay, geht nicht. Und nach H6, Abzugsschach kann er nicht geben, wenn der Bauer auf G6 spielt. Also er könnte ja nur von F6 ausgekommen sein, also kann er nicht hier Abzugsschach gegeben haben, weil dann der Bauer auf G6 ja im Wege stünde für das Abzugsschach. Also kann es auch nicht der Zug G6, G5 gewesen sein. Insofern bleibt eben tatsächlich als Möglichkeit noch die Zugmöglichkeit G7, G5. Und das ist sozusagen hier jetzt auch, ja, das ist eben nicht das Beispiel, sondern da muss ich jetzt die Möglichkeit 2 vermutlich herbei bemühen. Nein, das war natürlich falsch, sondern die Möglichkeit 1. Und dann stand es eben so. Das wäre eben möglich. Anzahl der Schlagfälle für die schwarze Bauernstruktur ist korrekt. Der hat also hier Schach gegeben. Jetzt hätte zwar der König schlagen können, den Bauern, und dann wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen oder wie auch immer. Es ist halt eine absurde Stellung. Möglich ist aber dennoch, dass er jetzt G7, G5 gezogen hat. Hat halt nicht den besten Zug gemacht. Und falls es also so stünde, was also jetzt eine mögliche, dann würde halt der Zug F5 schlägt G6 matt setzen, weil jetzt F7 als einzige Chance sozusagen hier gedeckt ist. Und Matthias Deutschmann habe ich eben nicht gehört. Vielleicht ist Markus Zerner die wieder so aufmerksam und sagt mir nachher, wie machen wir das jetzt? Er sagt nicht Schachmatt. Aber es ist Schachmatt. Jedenfalls, das wäre also eine Möglichkeit. Wie dieses, also insofern könnte ich sagen, es hat so gestanden, es ist der Zug gefolgt, es ist der Zug gefolgt. Eine der wenigen Möglichkeiten, wie die Stellung entstanden sein kann. Und jetzt setze ich matt. Aber jetzt kommt eben das ganz Absurde an dieser Stellung. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, und zwar diese hier. Und die hätte ich jetzt halt schnell vorspulen müssen. Es gibt eben auch den Zug, es kann eben nicht D6, D5 erfolgt sein, weil dann auch von D6 aus der schwarz-weiße König vorher im Schach gestanden hat. Von daher kann der Bauer zwar nach D5 gekommen sein, aber halt nur von D7 aus. Das heißt, hier hätten wir wieder diese Stellung. Und jetzt würde ich, falls das die Vorgeschichte war, würde ich mit Matthias, hallo. Das ist Schachmatt, weil der Läufer B3 jetzt durch diesen Kniff hier aktiviert ist. Der hat also einerseits die Funktion, dass er praktisch dem Springer keine Zugmöglichkeit nach A5 eingeräumt hat, dadurch, dass er eben selber den Platz eingenommen hat, aber er hat zusätzlich die Funktion, dass er eben jetzt den Bauern F7, das ist eben diese Genialität dieser Problemkomponisten, dass sie eben ja die Ökonomie der Stellung und so weiter, und der Läufer auf B3 hat eben diese Doppelfunktion. Der Springer kann nicht nach A5 über B3 gegangen sein, weil da ein Läufer steht, aber jetzt erwacht der Läufer auf plötzlich zu Leben und deckt den Punkt F7. So, das ist natürlich dieses fantastische Konstruktions- und Bastelgeschick, aber wie lange die Leute dann dafür manchmal brauchen, da kann uns sicher Michael Beuys da Auskunft geben, wie lange man dann so an einem Problem sitzt, bis dann wirklich alles klappt. Immerhin kann ich aber mit Stolz sagen, dass ich mit Michael Beuys da mal eine Studie gemeinsam gemacht habe, und, aber da habe ich ihm natürlich nur gesagt, wie es irgendwie am Schluss stehen soll, und er hat dann die Vorgeschichte konstruiert. Aber sie hat da sogar eine kleine Lücke, und das musste erst noch behoben werden. So, entweder steht es so und ist so zustande, nee, es steht so definitiv und vielleicht war der letzte Zug D7, D5, worauf das hier matt ist, oder aber es stand so
und wir haben die gleiche Stellung und das ist F5 legt G6 matt. Nur können wir der Stellung, der Ausgangsstellung in der Moment der Forderung, nämlich dieser Stellung hier, können wir nicht ansehen, wie es vorher stand. Wir können nur sagen, wir setzen in einem Zug matt, aber ich weiß nicht mit welchem Zug, denn ich weiß ja nicht, welche dieser beiden Vorgeschichten eingetreten sind. Eine ist, also wie war der Verlauf vorher? Wir wissen es nicht. Definitiv ist es matt, aber mit welchem Zug? Wir können ihn nicht ausführen, weil wir wissen ja nicht, wie es vorher stand. Wir müssen da, ja, wie, aber was war der letzte Zug? Zeig es mir, dann kann ich matt setzen. Aber eben mach keinen unmöglichen Zug. Es kann nur so oder so gewesen sein. Wir wissen es nicht. Wir können matt setzen, aber wir können den Zug jetzt nicht ausführen. Es geht nicht. So, das finde ich eben ein Maximum an Paradoxie oder auch Konstruktionsgenialität oder wie auch immer. So, und damit lasse ich euch jetzt mal für heute alleine. Dankeschön fürs Zuhören und viel Spaß. Bis bald kommt ein neues Video. Tschüss.